Weiter geht's mit einer neuen Folge FIFA 22 Karrieremodus mit unserem eigenen Verein, dem VfL Cassio. Ich spiele heute mit dieser Startformation. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Würde mich natürlich extrem freuen. Und schaut auch gerne mal in den Link vorbei, in der Videobeschreibung vorbei. Da ist nämlich ein Link zu meinem Twitch-Kanal. Checkt den auch gerne mal aus. Da bin ich fast regelmäßig live am Wochenende, auch gerne mal am Tag. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auch ohne viel Geschnacke rein. Haben einen ordentlichen Saisonstart hingelegt. Jetzt geht gegen Fürth. Let's go. Wetterbedingungen könnten besser kaum sein und damit herzlich willkommen zu diesem Spiel über FIFA-Fans. Ich bin auch heute wieder von Fuß und nehme mir, es ist durchaus kein Spiel wie jedes andere. Sei das starke Stellungsspiel, König. Hoffmann. Schöner Angriff, Nebenleute bieten sich an. Ah, was ist das denn für ein Ball? Ein guter Ball! Winter trifft 1-0. Das ist ja sozusagen das Aufsteiger-Duell, ne? Müssen wir eigentlich gewinnen. Winter trifft. 1-0. Sehr schön. König. Aufseiler. Stark. Da ist Ramos, der mit dem 2-0. Enorm stark gespielt. Also wirklich stark gespielt. Und das sind auch die Mannschaften, gegen die wir gewinnen müssen. Das sind die Mannschaften, gegen die wir gewinnen müssen, denn gegen Bayern, Leipzig, Dortmund und so werden wir alles Niederlagen kassieren. Definitiv. Ist doch gut, dass wir so ein gutes Torverhältnis dann haben. Ja. Stark. Oh, stark von Hoffmann. Von der Wien. Der kann das auch mit links. Ja, Seider verpasst da. Ist abseits, oder? Ah, Hoffmann. Schade. So, eine Minute noch Nachspielzeit. Wir zeigen hier wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Also der Schein trübt nicht. Viele Balleroberungen. 2-0. Völlig verdient. Ja, es müsste mal eine zündende Idee kommen. Keine gute Verteidigung. Ui, guter Schuss da. Ah, Schmidt, kein Foul. Und das ist es 2-1. Das verteidigen wir nicht gut. Hoffmann ist wieder dran. Quatsch. Führt man nicht. Jetzt steht hier 2-1. Eine enge Kiste. Digga. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht in Stopp. Ball kommt rein. Nee, kein Tor. Das ist natürlich ein Ball. Abseits ist es auch noch. Also, das war wichtig, dass er da, was macht er denn da? Und das gibt Abstoß. So stark mit Seiler. So, der Menzies macht den Deckel drauf, 3-1. Er macht den Deckel drauf, 3-1. Das ist der nächste Sieg. Das ist der nächste Sieg, der uns die Klassen halt näher bringt. Sehen wir heute nicht zum ersten Mal, aber immer wieder klasse Pässe. Ja, der Ball läuft exzellent, das ist eine ihrer großen Stärken. Den Ball geben sie jetzt nicht mehr her. Klar, das ist frustrierend und das gefällt nicht allen. Gibt es jetzt hier noch ein viertes? Gibt erst mal einen Freistoß. Freistoß bringt man dann auch nochmal schön rein. Ramos auf. Kein erstmal. Ne. Was ist denn das? Es ist der Abpfiff. 1-3 gewinnen wir
Richtig. So, jetzt geht's gegen Union Berlin. Wir haben einen wichtigen Sieg erzielt. Gegen Fürth jetzt eben gerade der Sechster, aber nach 5 Partien kann man natürlich noch nicht hoch bewerten. Ja, das ist unsere Startformation. Kosche wird jetzt mal spielen. Erix wird auch wieder spielen. Und sonst habe ich eigentlich nichts geändert. Nee. Gehen wir rein ins Spiel gegen Union. So, liebe Fußballfreunde, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen zu dieser Partie. Rein ins Spiel gegen die Eisern. Auf ihn sollten wir heute besonders achten. 4 Torvorlagen. Winter muss es alleine probieren. Latte. Oh mein Gott. So. König. König. Da suchen Sie jetzt die Lücke. Schießt denn einfach mal. Vorsichtig, erste Chance, Junge. Hallo? War das nicht eigentlich nur Abseits? Ey, die spielen uns so schwindelig, das müsste eigentlich das einzige sein. Winter. König. Winter. Winter. Wieder Latte. Gott. Oh, guter Ball. Was hat er gemacht? Klasse abgefangen, die Flanke, da musste der Torwart aber auch hin. Halbzeit, 0-0, ordentliches Spiel von beiden Mannschaften. Jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Könnte gefährlich werden, guter Stein. Ich krieg den Spieler, ich hab Pfanne wenig bekommen, habt ihr es gesehen? Torwart ist aber zum Glück da. Also ist wieder extrem komisch, die Steuerung gerade. Wir haben hier den dritten Treffer gewinnt für Leipzig. Raul de Thomas. Abseits. Den muss er machen, oh mein Gott. Pereira. Und wenn Sie hier noch den Sieg holen wollen, dann sollten Sie diesen Angriff tunlichst verwerfen. Oh mein Gott. Das kann ich sagen. Wieso? Das ist so unfair, ja? Also das ist extrem bitter. Nicht verdient. Definitiv nicht verdient, dass wir hier dieses Spiel jetzt verlieren. Einfach eiskalt. Ja, wir verlieren. Sehr, sehr unglücklich. So, das war's mit dieser Folge. Wir gucken dann natürlich nochmal auf die Tabelle. Sind das durch diese Niederlage, dieser unglückliche 9.8er und quasi letzter der ersten Hälfte der Tabelle. Und ja, das ist starten mit die Tabelle. Spielsieg hat den Tabellenersten, das ist Gladbach. Das wird natürlich sehr, sehr schwer. Also, da ist dann alles auf den Punkt angelegt. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.